Okay, ich bin eigentlich mit der Sache durch. Ich möchte euch Mut machen. Ich möchte euch Mut machen, weiter für die Freiheit einzustehen. Wir werden das Ganze beenden, das verspreche ich euch. Wir werden die Lüge um die Covid-19-Erkrankung aufdecken. Wir werden zeigen, dass hier mit fehlerhafter wissenschaftlicher Vorgehensweise Menschen getäuscht wurden. Wir werden viel Arbeit damit haben, die Menschen wieder aus ihrer Angst rauszuholen. Aber jeder Einzelne von euch, der hier steht, ist ein Licht, gibt uns Hoffnung und ist ein Zeichen für Frieden und Freiheit. Guten Morgen, wohl. Es gibt eine europäische Richtlinie, die das verbietet. Das klären wir danach. Egal. Also, die Nase ist runtergefallen, die Rose. Ja, ich freue mich natürlich auch, dass die Antifa hier ist, weil die Antifa erzählt uns jedes Mal, dass das einzige Problem, was sie mit uns hat, sei, dass wir mit Nazis marschieren. Nein, das ist nicht die Antifa. Ist nicht die Antifa? Für Demokratie, Toleranz und Meinungsfreiheit. Gut, das ist das Bündnis für Demokratie, Toleranz und Meinungsfreiheit. Das ist auch wunderbar, dass die hier sind, weil es ist wichtig, dass die hier sind. Aber auch für die gilt, die Kritik ist immer an uns, dass wir mit Nazis marschieren. Das ist ja schon mal vorteilhaft, weil sie damit sagen, dass sie uns nicht inhaltlich kritisieren. Das heißt, sie stehen inhaltlich auf unserer Seite. Deswegen kommen sie ja auch zu unseren Demonstrationen und wollen zeigen, dass sie bei uns stehen. Und dafür danke ich euch auch. Das, was ihr noch lernen müsst, wenn ihr euch Bündnis für Demokratie nennt und Bündnis für Toleranz, was Demokratie und Toleranz bedeutet. Es bedeutet natürlich nicht, dass man toleriert, dass Menschen Gewalt ausüben oder dass man toleriert, dass Menschen verachtende Ideologien verbreiten. Es bedeutet aber, dass man mit jedem redet. Und das ist, glaube ich, der Unterschied. Und ich glaube, das ist der einzige Unterschied. Wir stehen hier, weil wir einerseits Maßnahmen kritisieren und andererseits aber bereit sind, mit allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen zu reden. Weil ich glaube, dass wir es unserer Politik erst ermöglicht haben, so weit zu kommen, wie sie jetzt gekommen sind, weil wir angefangen haben, gesellschaftliche Gruppen auszuschließen und nicht mehr miteinander zu reden. Und es gibt dieses alte schöne Sprichwort, ne? Spalte und herrsche. Und genau das ist hier passiert. Und das ist das, was die Querdenkenbewegung, das ist das, komm her und reden hier. Du kriegst das Mikrofon. Und ich bitte darum, dass wir zuhören. Das ist ganz wichtig. Aber nicht mit ihr, dann sage ich euch auch ganz ehrlich, ihr könnt mich mal.
deswegen stehe ich hier. Deswegen habe ich auch keinen Bock, mit euch zu diskutieren, weil ihr nicht gerade Puppe seid und euch verkommt mit Argumenten überhaupt nicht mehr weiter. Weil ihr postfaktisch lebt. Welche Argumente, bitte? Ja, ihr habt ja keine. Du hast keine Argumente. Mann, warum hast du Also, wir haben massenweise Bomben. Brauchen wir etwas länger. Zunächst einmal vielen Dank. Es ist so mutig, sich vor so viele Menschen zu stellen und das zu sagen, was er sagen wollte. Es waren natürlich jetzt wenig Argumente, aber er hat zumindest seine Meinung gesagt und hat gesagt, dass er das doof findet, was wir hier machen. Und das ist auch erlaubt und das ist richtig. Jeder Mensch darf das. Was ich mir darüber hinaus wünschen würde, ist, dass wir tatsächlich miteinander in den Diskurs kommen. Also, was der junge Mann jetzt hier gemacht hat, ist erstmal ein gutes Zeichen, weil ich selber habe ja viele Demonstrationen in meinem Leben begleitet. Ich habe vor allen Dingen viele linke Demonstrationen begleitet. Ich habe auch viele linke Demonstrationen gegen Nazi-Demos begleitet. Es wäre nie möglich gewesen und es wäre auch nie passiert, dass sich jemand von einem Bündnis für Demokratie und Toleranz bei einer echten Nazi-Demo auf das Podest gestellt hätte. Das wäre nicht passiert. Insofern ist das Ganze eine Annäherung und es ist erstmal positiv zu sehen. Was wir natürlich brauchen,